Es war Helmut Schmidt, der die Organisationen der Wehrmacht als Kriegsmaschine bezeichnet hat. Im Februar 1943 kam diese Kriegsmaschinerie kurzzeitig zum Stillstand. Die Schlacht von Stalingrad bezeichnet einen psychologischen Wendepunkt in der Kriegsgeschichte. Von dem Zeitpunkt war klar, dass die Deutschen den Krieg nimmer gewinnen würden. Heute leben wir ja wieder in so einer geschichtsvergessenen Zeit, wo man sich nicht mehr so richtig und genau daran erinnern will. Dabei ist das Dritte Reich und die Kriegsmaschine des Dritten Reiches eines der besterforschtesten Felder in der Geschichte. Darum ist es wunderbar geeignet, auch was über die Organisationsgeschichte zu erzählen. Heute darf man wieder ganz doof fragen, aber warum haben denn die Deutschen dann nicht einfach aufgehört? Nun, so einfach ist es nicht zu beantworten, aber Peter Drucker würde sagen, wir leben in einer Gesellschaft der Organisationen. Und Organisationen hören nicht einfach auf zu existieren. Und sie ändern auch nicht ihre Ausrichtung. Und vor allem nicht, wenn sie in Deutschland zu Hause sind. Und damit herzlich willkommen auf dem Ideenunternehmer-Kanal zum Thema die lernende Organisation. Sie brauchen keine Sorge haben, hier geht es nicht um den Zweiten Weltkrieg. Hier geht es nur darum, dass die veränderungsresistente Organisation, die Art von Organisationen, wie sie die Wehrmacht ausgeprägt hat, heute nicht mehr aktuell sind. Grundsätzlich ist die Metapher der Maschine für die klassische Organisation nicht falsch. Eine Aufgabe, ein Ziel arbeitsteilig und möglichst effizient zu erledigen, ist gewissermaßen normal. Vor allem dann, wenn man, wie das in Deutschland der Fall ist, unbestreitbare Stärken im Maschinenbau vorzuweisen hat. Doch jede Maschine ist in sich starr. Eben, weil alle Teile und Komponenten darauf ausgelegt sind, effizient zu arbeiten. Diese maschinenartige Starre der Organisationen ist ein Problem. Wenn sich die Ausrichtung der Organisation ändert, das sehen wir heute in der Automobilindustrie. Der Verbrennungsmotor muss heute nachhaltigeren Lösungen weichen. Doch bereits das Elektroauto hat einen anderen Charakter als die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren. Die ausgefeilte Maschine der Organisation gerät so ins Stocken. Die deutsche Autoindustrie steckt heute in diesem Prozess des Wandels. Doch längst ist der Wandel selbst die Normalität geworden. Deshalb sprach Peter Drucker davon, dass wir in Zukunft mit Organisationen des ständigen Wandels leben werden. In der Praxis bedeutet es, dass es Fachleute gibt, die das Handwerkszeug der Erneuerung beherrschen und Entrepreneurship ständig und stetig und somit auch professionell betreiben. Es gibt ein Grundgesetz in Organisationen. Der Wandel kommt nicht von allein. Einer muss es machen. Doch wo sollen eigentlich die Fachleute herkommen, die in den einzelnen Branchen diesen Wandel dann vorantreiben? Die deutsche Bildungspolitik jedenfalls hat auf den Bedarf der lernenden Organisation bisher nicht reagiert. Doch langsam beginnt man zu verstehen, dass das Lernen in einer Laborsituation eine zunehmende Bedeutung einnehmen wird. Ein gutes Beispiel ist das Cradle-to-Cradle Lab in Berlin. Hier versucht man Cradle-to-Cradle praktisch umzusetzen. Doch die Aufgabe der Zukunft lautet, Entrepreneurship als eine kreative Disziplin zu entwickeln und somit einen anderen Umgang mit Kreativen in Organisationen umzusetzen. Gründer und Künstler sind diejenigen, die sozusagen von Berufswegen darauf angewiesen sind, neues Wissen aufzuarbeiten und nutzbar zu machen. Sie kommen dem Lernen in einer Laborsituation am nächsten.
Mit anderen Worten, Organisationen müssen heute von Künstlern und Gründern lernen, um ihre destruktive Starre zu überwinden. Die deutscheste aller Fragen ist immer, ja, wer ist denn dafür zuständig? Die Antwort habe ich bereits gegeben, die Kreativen selber sind zuständig. Die nächste Frage wäre, warum reagiert denn die offizielle Kreativwirtschaft darauf nicht? Auch darauf habe ich eine Antwort. Die offizielle Kreativwirtschaft funktioniert nach dem Prinzip, die Verwalter geben die Formen vor und die Kreativen folgen diesen Formen. Das ist problematisch und das Problem dabei ist, dass da fast überhaupt gar nichts an Innovation herauskommt. Denn wer braucht denn Innovation, wenn man sowieso auf Subventionsbasis arbeitet? Deshalb ist ganz klar, wenn es hier überhaupt irgendwie vorwärts geht, dann wird es nicht innerhalb der staatlich organisierten Kreativwirtschaft passieren. Die Innovation wird von außen kommen. In diesem Zusammenhang wird es hier auf dem Ideenunternehmerkanal um den Aufbau eines permanenten Teams gehen, denn hier entsteht ja nicht projektbezogene Arbeit, die sich über 3 Monate hinwegzieht. Das ist ja ein Gebiet, wo letztendlich dann alle Branchen betrifft. Das ist ein riesengroßes Gebiet und am Ende werden da auch keine 4 Leute reichen, die daran arbeiten. Das werden wesentlich mehr werden. Aber es ist gewissermaßen Pionierarbeit notwendig, nämlich Pionierarbeit, dass man sagt, wir arbeiten daran, dass wir Entrepreneurship als kreative Disziplin aufarbeiten, dass wir Entrepreneurship verstehen als das Handwerkszeug der Erneuerung und dass wir da zumindest die Grundlagen dafür schaffen. Das ginge selbstverständlich in Kooperation mit einer Schule, aber auch das kann man hier nicht hundertprozentig sagen. Denn auch die Schulen sagen ja immer, eine Reform des Bildungswesens geht normalerweise 10 Jahre. Warum geht es 10 Jahre? Weil das die Verwalter so sagen und weil die Verwalter da einfach keinen Bock haben, irgendwo Gas zu geben. Und deswegen muss man Innovation immer von der Verwaltung entkoppeln. Wen dieses Thema als Kreativer interessiert, der kann ein Abo dalassen oder kann beobachten, was sich hier in diesem Zusammenhang tut. Die Botschaft ist klar, es entsteht Arbeit für diejenigen, die sich selber dieses Gebiet neu erschließen wollen und die sich eben dafür interessieren. In diesem Sinne bleiben Sie diesem Kanal ein bisschen treu und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Beitrag.